Ja, beide Leidenschaften, die begeistern mich seit fast ewig. Und die beiden Berufe kann man natürlich, denn Musik spielen, ich lebe zwar nicht davon, aber ich würde sagen, das ist auch schon ein Beruf und die kann man natürlich sehr gut kombinieren. Und ich arbeite bei dem Soziokulturellen Rundfunk in Luxemburg und da haben wir natürlich sehr viel mit Musik zu tun, auch wenn ich keine Musiksendungen selber mache. Aber es geht natürlich auch immer im Laufe dieser Sendung darum, da die passende Musik dazu zu finden, zu den Themen, die wir gerade behandeln. Und da hilft mir das natürlich sehr. Ja, also zur Musik, wie die meisten Kinder hier in Luxemburg, die werden dann irgendwie von den Eltern an die Musik rangeführt. Und zum Glück haben wir ja gute Musikschulen hier in Luxemburg. Und ich habe dann auch auf dem Konservatorium in Luxemburg-Stadt Kurse belegt. Musikunterricht, da war auch Trompete dabei. Und als ich dann, ich glaube, 17, 18, 19 Jahre war, habe ich zum ersten Mal so einen Dudelsack gehört. Das war in Deutschland übrigens, in Saarbrücken, ein Konzert. Da hat Alan Stivell aus der Bretagne gespielt. Und in diesem Saal, als das Konzert vorbei war, wollten die dann natürlich die Leute raus haben. Und dann ist ein Alan Stivell mit seinem Dudelsack von der Bühne runter. Die Leute wollten mehr und mehr hören. Und dann hat er gesagt, okay, wir machen das dann draußen. Und dann standen wir alle da im Kreis um diesen Musiker herum und haben den gehört Dudelsack spielen. Und das war dann sozusagen der Auslöser. Und das hat mich wirklich gepackt, dieses Instrument. Aber es war natürlich schwer, jemanden zu finden, der mir das einfach beibringt, gell? Ich fahre regelmäßig rüber nach Schottland, nach Glasgow. Da gibt es zwei sehr gute Schulen. Ich war dann normalerweise aufs College of Piping, belege da jedes Jahr, also Minimum eine Woche, Intensivkurse, One-to-One-Tuition. Die haben sehr gute Lehrer da oben. Und die Schotten, die kommen auch jedes Jahr eine Woche nach Europa. Das ist normalerweise die Jugendherberge in Homburg. Die wird dann ganz von Schülern belegt. Dann hört man von morgens bis abends nur Piping and Drumming. Das gehört ja auch dazu, die Trommler. Und man lernt sehr, sehr viel von diesen Leuten. Wir haben jetzt bei den Proben zum Beispiel gemerkt mit dem Orchester, dass wir Probleme mit dem Pitch haben. Das heißt, mein Instrument ist zu hoch. Und ich habe jetzt versucht, seit gestern das Instrument tiefer zu kriegen. Da gibt es ein paar Tricks, wie man das machen kann. Aber auf Orchestral Pitch, so wie James McMillan das haben wollte, bin ich nicht gekommen. Das ist zum Beispiel ein Problem. Das Orchester muss jetzt höher spielen als an und für sich vorgesehen. Ein anderes Problem ist natürlich die Technik. Das Instrument spielen verlangt, ich würde nicht sagen, verlangt Kraft, aber Atemtechnik. Und die muss man natürlich beherrschen. Und dann das ganze Fingering, wie man auf Schottisch sagt, also die Fingertechnik, die nicht zu vergleichen ist mit irgendeinem anderen Instrument. Und all die Probleme zusammen, all die Schwierigkeiten zusammen machen halt das aus. Das große Interesse an diesem Instrument, die Herausforderung, die sich natürlich jeder Dudelsackspieler, stellt. Und so wird das dann so eine Art Hassliebe. Ich würde aber sagen, die Betonung auf Liebe legen und nicht auf Hass. Nein, ich würde nicht sagen, dass die Technik anders ist, aber es ist auch sehr viel mit Zwerchfellatmen dabei. Und wenn man die Atmung beherrscht, hilft einem das. Man braucht relativ viel Kraft und dieses Bag, also der Sack, wo die Luft reinkommt, der ist riesengroß. Und wenn man das zum ersten Mal versucht, diesen Sack zu füllen, den meisten Leuten wird schwindelig dabei. Ja, also das ist eine Hochzeit oben auf den Orkney-Inseln. Das ist ein Stück, das dauert ungefähr 13 Minuten. Und Dudelsack kommt erst ganz zum Schluss dabei. Die Geschichte ist die Gäste kommen an abends auf der Insel. Dann ist die Hochzeitsgesellschaft zusammen, feiert, trinkt, tanzt. Und natürlich hört man in der Musik, hört man diese traditionellen schottischen Tänze, die werden angespielt. Und auf einmal für die Orkney-Inseln typisch, ändert das Wetter blitzschnell und Sturm kommt auf. Das Orchester spielt den Sturm und dann wird gefeiert die ganze Nacht, ob es stürmt oder nicht. Es wird sehr viel getrunken dabei,
Manchmal geht es ein bisschen drunter und drüber, ist natürlich gewollt. Und dann morgens, wenn die Gäste so langsam dran denken, wieder zurückzufahren aufs Festland, morgens geht dann die Sonne auf und es ist dann der Sunrise. Und in dem Moment hört man den Dudelsack. Wieder das Thema, das musikalische Thema, was Sie die ganze Zeit gehört haben. Und der Dudelsack spielt dann diese Melodie nochmal, sozusagen zum Abschied von dieser Hochzeitsfeier. Ja, die Leute waren natürlich Scott and the Brave, muss schon kommen. Highland Cathedral, übrigens von einem Deutschen geschrieben. Highland Cathedral werden wir wahrscheinlich spielen, vielleicht Auld Lang Syne, The Flower of Scotland. Also wir haben über 30 Stück im Repertoire, wir werden schon was finden.